Herzlich willkommen zu meinem nächsten Video hier über City Skylines und ich habe es glaube ich im letzten Video schon gesagt, das Spiel ist deutlich leichter tatsächlich, wenn man die Zeit schneller ablaufen lässt. Ja. Und ja, wir haben jetzt eine Bevölkerung von 4000. Dadurch haben wir beim letzten Mal, gab es ja ein paar neue Sachen. Ich pausiere jetzt gerade mal, wenn man es so schnell ablaufen lässt. Dann ist es durchaus auch so, dass das Ganze hier ein bisschen schneller läuft. Also wir haben beispielsweise einen Friedhof bekommen, ein Busdepot. Ja, wir sehen auch gerade hier unsere Müllversorgung. Die ist noch vorhanden. Ja, wir haben hier die tollen Windräder, die ja unseren Strom quasi erzeugen. Mit einer Ausgangsleistung von 6 Megawatt. Das ist nicht alles toll. Das habe ich ja auch schon gesagt. Also optimal ist halt das Gebiet hier jetzt mit unseren Windkraftanlagen. Ja. Denn hier haben wir direkt eine Ausgangsleistung von 20 Megawatt. Ja, das Ding kostet uns sage und schreibe 12.000, was aber nicht weiter schlimm ist, denn ja, wir haben eine ganz gute Stromversorgung, denke ich mal. Problematisch ist die Stromleitung. Hier kommt auch sowas, wo jetzt so Ort ist bereits belegt. Ja, das ist halt nicht ganz einfach hier. Das Problem ist halt, dass ja, durch das Wasser die Optik so ein bisschen. Also wir haben jetzt hier eine Stromleitung natürlich, die muss jetzt hier über die Autobahn rüber. Die wird auch über die Autobahn bleiben. Bis hier hin. Ja, ist natürlich schön, ne? Und mitten durch die Pampa erstmal eine Hochspannungsleitung legen. Ja, und jetzt ist unsere Stromverkommen ja hier absolut gesichert. Das heißt, wir haben zwar im Moment auch kein Geld mehr dafür, aber wir können halt unsere Stadt jetzt erweitern. Also wir haben jetzt schon Platz für mehr. Ja, unser Wohngebiet, unsere Wohnstätte sollte immer ja, so liegen. Eigentlich ist es besser, wenn man die Wohnstätte hinterm Gewerbegebiet macht oder gegenüber vom Gewerbegebiet, wie das halt hier der Fall ist. Ja, das ist ja gegenüber so, damit ich das jetzt weiter laufen lassen kann. Dann machen wir hier mal das Lamsanger-Tempo an, ohne dass nun wirklich einem alles wegläuft. Und ja, wir erweitern jetzt hier einfach mal unsere Stadt. Im Sinne von, wir haben gerade einen sehr hohen Bedarf an neuen Wohnungen. Also in neuer Wohngegend. Darüber freuen sich jetzt natürlich besonders die Häuser, die direkt an der Straße gebaut haben. So, und da das Ganze hier jetzt so ein bisschen zusammenläuft, baue ich hier jetzt einfach mal die Verbindungsstraße. Ich weiß gerade nicht, ob ich von vornherein hier zuläufig war. Ich meine schon, glaube ja. Ja, wir können jetzt hier neue quasi Gebäude bauen lassen. So. Und die brauchen natürlich jetzt auch wieder Wasserversorgung. Danach muss man dann auch immer ganz schnell gucken, dass die gegeben ist. Na, je mehr ihr hier Überschneidung habt, desto schlechter ist das natürlich. Aber es lässt sich halt auch nicht ganz immer vermeiden. Man sieht natürlich hier auch, dass ein anderer Gebäude ist geschlossen. Also verlassen. Und die kann man dann einfach rechts auf die hier rauf gehen und dann kann man die einfach ja, zerstören. Und kriegt dadurch wieder mehr Platz. Ja, das Problem an unserer Mülldeponie hier ist, ja, dass der Boden verschmutzt wird. Leider Gottes. Das finden wir natürlich nicht so cool. Und ja, das lässt sich auf Dauer leider nicht vermeiden. Auch hier
Wir haben immer noch einen relativ hohen Bedarf an neuen Häusern, also neuen Wohnplatz. Auch hier kann man halt jetzt die Straße weiterziehen. Was hier so ein kleines Problem halt ist, ist, dass man hier immer Querstraßen machen muss. Die dann letztendlich für Ampelanlagen sorgen. Das heißt, der Verkehr kann hier natürlich jetzt nicht so geschmacht drüber fahren, so gut drüber fahren, wie das bei anderen Straßen der Fall ist. Aber, ja, kann uns ja erstmal egal sein. So. Ich möchte euch jetzt auch mal noch was anderes zeigen. Etwas, was man zwischendurch halt auch mal angucken kann. Wir haben hier die große Leiste. Und bei dieser Leiste kann man sich ja beispielsweise die Naturrohstoffe anzeigen lassen. Und hatten wir ja hier. Einrichtung ist voll. Seht ihr? Der Müll. Unsere Müllhalde ist jetzt schon voll. Wir haben gerade nicht genug Geld dafür. Das heißt, wir können jetzt zum Glück das Darlehen direkt bezahlen und ein neues nehmen. Das heißt, wir bauen jetzt hier direkt daneben. Die nächste Müllhalde. Denn unsere erste ist ja voll. Und wir produzieren ja munter weiter Müll. Ja, immer schön weiter produzieren. Ja, unser Bedarf an Häusern ist jetzt schon gar nicht mehr so hoch. Vielmehr wollen die Leute jetzt Gewerbegebiete haben. Das wird jetzt halt auch mal problematischer. Man muss halt überlegen, gut, wo baue ich mir das denn jetzt hin? Und ich mache das mir jetzt mal relativ einfach. Ich baue mir nämlich hier jetzt, nee, warte, ich mache es anders. Ich baue die Straße hier mal ein bisschen weiter. So, dadurch, dass das Gelände nicht ganz eben ist, ist es gar nicht so einfach, die Straßen gerade zu setzen. Straßen kosten natürlich auch Geld, aber ich glaube, man weiß jetzt schon so ungefähr, worauf ich hinaus möchte. Denn, ja, es wird halt auch mal Zeit, unsere Autobahn hier weiter auszubauen, dass die Leute nicht alle hier nur vorne abfahren, sondern halt auch von hinten anreisen können, weil sie dann nicht. Ich fahre eine Abfahrt weiter. Und das mache ich jetzt halt. Kostet natürlich auch wieder einiges an Geld. Die Straßen kosten echt jede Menge Kohle. Die Autobahnbrücke. Und schon fehlt das Geld. Und deswegen lässt man hier das Spiel auch mal gerne schneller laufen, weil solange man positive Einnahmen hat, kommt man dann auch ganz schnell an weiteres Geld ran. In einem anderen Spiel beispielsweise, da habe ich die 1,5 Millionen und weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich mit dem Geld machen soll. Klar, neue Straßen bauen und so weiter ist alles gut und schön, aber ja. Oh, jetzt ist wieder Lampe. So. Jetzt geht das Ganze ein bisschen schneller. Man kann natürlich auch immer sagen, gut, ich nehme jetzt wieder hier ein hohes Darlehen. Könnt ihr natürlich auch machen. Müsst halt so ein bisschen drauf achten, dass ihr das Geld dafür habt. Das Problem ist halt wirklich, das Spiel dann auch mal ganz schnell ein bisschen langweilig. So. Ich habe mir jetzt einfach mal ein Darlehen geholt, damit ich das Spiel nicht die ganze Zeit so schnell ablaufen lassen muss, weil das halt dann doch recht lahm wird, das Spiel. So. Also wir haben jetzt hier unsere Autobahn. Die, ja. Über die Straße geht. Und jetzt kommt die Gegenrichtung noch. Es gibt sicherlich Leute, die das schöner hinbekommen, dass die auf beiden Seiten gleich lang ist, aber das passt. Auch dass die jetzt hier so
hin und her geht, das ist okay, ja. Also ist nicht perfekt, weil mir das hier so, das ist so ein bisschen so. Hier auch gerade geht. Okay, da ist also die Attacke. So. Ja, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Ja, und wir haben jetzt hier quasi die Autobahn schon mal gebaut. Schön ausgebaut. Jetzt brauchen wir noch Abfahrten und da hier nachher relativ viel los sein wird, mache ich die Autobahn direkt. Die Auf- und Abfahrten direkt sehr groß. Also man nutzt hier quasi die normale Autobahn. Ja? Dann hat man nämlich eine dreispurige Abfahrt. Ja, man kann auch eine sechsspurige Abfahrt machen, das habe ich ja hier gemacht. Alles ganz cool. Ja? Kann das auch in anderen, man kann das ja dann auch später mit Kreisverkehren machen und so weiter. Alles schön cool und läuft so. Ja, jetzt haben wir das gemacht. Jetzt hatte ich hier ja noch unsere Müllstraße. Ja. Die kommt direkt hier neben der Ausfahrt auf. Und das ist jetzt sowas, das ist scheiße, ja. Also da werde ich wieder nachher Stau haben. Da macht es mehr Sinn, zu sagen, gut, die Straße knickt jetzt hier halt irgendwo ab und geht dann halt ein gutes Stück später erst drauf. So. Und jetzt kann man halt sagen, na, wir machen das Ganze ein bisschen anders. Wir machen hier eine ganz normale Straße hoch und stellen dann fest, ja, läuft, ne? Von der Entfernung und so weiter kriegen wir das richtig gut hin. Das war jetzt nicht lang genug, dann muss es länger werden. Es ist halt nicht einfach so, man sieht das nicht so ganz gut. Cool wäre hier halt so quasi so eine 90-Grad-Anzeige. Jetzt hat es funktioniert. So, und hier baue ich mir jetzt quasi mein Gewerbegebiet hin. So, dann brauchen wir natürlich auch noch einen Wasseranschluss. Ja, ohne Frage, wichtige Sache. Und man merkt halt schon, dieses Wassernetz, das wird dann doch irgendwann relativ gut gefüllt. So, wir haben auch weiter Bedarf an Wohnraum, an Platz für Straßen. Ja. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ja. Wir wollen ja größer werden als Stadt. Die Straße geht hier weiter. Oh, das war die falsche, aber da kann man ja auch immer ganz gut einfach sagen, okay, ich verbessere die jetzt noch. So. Also, wir haben jetzt hier unsere. Dann sollte man auch wieder umstellen. Wir haben jetzt hier unsere schönen Wohngegenden. Den Zipfel möchte ich jetzt nicht mehr haben, weil man kann das Ganze hier dann auch. Dann haben wir zwar so eine kleine Ecke, wo nichts ist. Ja, aber man kann dann hier die Lücken auch mit größeren Straßen füllen. So. Ja, und hier ist natürlich wieder Platz für den Wohnraum. Dürfen gerne wieder Häuser gebaut werden. Auch hier. Aber hier mache ich dann wieder ein Gewerbegebiet draus. Ja, man könnte jetzt fragen, wieso? Wieso macht ihr das? Ganz einfach, weil die Lage natürlich auch nicht die schönste ist. So. Hier kann man so schöne Verbindungsstraßen draus machen. Das Ganze ist jetzt ein bisschen schräg. Da freut sich wieder jemand, dass der gegenüber jetzt so tolle Geschäftshäuser bekommt.
Ja. Ist ja auch super. Ja. Wir haben im Moment noch keinen Strom. Ja. Leute, die in Panik geraten, würden jetzt ganz schnell sagen, oh scheiße, da muss ich ja eine Leitung hinlegen. Machen wir nicht. So. Ja, wir haben ein schönes Einkommen. Ich lasse das Ganze wieder schneller laufen. Das ruckelt jetzt wieder schön und ist toll. Ich weiß, ist super. Und man merkt, während man so baut, die Bevölkerung steigt weiter an. Wir haben gleich die 5500 erreicht. Ja. Dann kriegen wir das Ölindustrie-Special, kostenloser Nahverkehr. Aber das Wichtigste sind diese Straßen-Updates, ehrlich gesagt. Es gibt dann auch neue Gebäude. Ja, Ölkraftwerk, super, Krankenhaus, Feuerwehrhaus, Polizeihauptquartier. Also wir können dann jetzt wirklich langsam Richtung Stadt gehen, wirklich. Und nicht nur die Botschaft Rockfield, so heißt die ja. Von nebenan. Und ja, man merkt halt auch, das Ganze hier bevölkerungstechnisch steigt das weiter an. So, da habe ich jetzt noch ein paar Häuser, die ein fließendes Wasser haben. Das geht natürlich nicht. Ja, das sollte der Bürgermeister dann doch nicht dulden. Ja, hier Wasser ist wichtig. Die Gebäude da hinten haben ihren Strom. Stromversorgung ist auch in Ordnung. Wir haben eine Produktion von 125 Megawatt im Moment, im Verbrauch von 80 Megawatt. Unser Einkommen steigt weiter an. Das ist gut. Unsere Bevölkerung steigt auch weiter an. Wir kriegen hier wieder tolle Nachrichten. Ich habe noch nie richtig darüber nachgedacht, wie viel Müll sich in 2 Wochen ansammeln kann. Ja, das ist eine ganze Menge. Eine ganze, ganze Menge. Ja, ist halt immer ein bisschen schade, wenn durch diese Ebenheit, man sieht es hier so ein bisschen so, da ist so ein Hügel, das Ganze nicht ganz so gerade ist. Schade. Ja, mir ist auch eben aufgefallen, wir haben hier hinten ja noch eine richtig coole Autobahn. Wo man so einen Anschluss machen könnte. Oh, ich habe festgestellt, dass Stromkabel hier, das Ding, das geht weiter als es muss. So. Ja. Noch ein weiteres Windkraftwerk kann man dann irgendwann auch mal bauen, so, wenn man Bock drauf hat, so 20, ja, 90 Megawatt. Das ist geil. Also die Dinger gefallen mir echt richtig gut. Die sind top. Weil wenn man dann die Möglichkeit hat, sowas zu nutzen. Ja. Wir haben uns ja schon ein gutes Stück erweitert. Haben dort aber auch noch sehr viel Platz, den man nachher nutzen könnte. Ja, und da ist die nächste Verbesserung. Wir sind jetzt eine geschäftige Kleinstadt. Und ich denke mal, das ist wieder ein guter Punkt, um das Video zu beenden, damit es nicht ganz so lange wird, weil ich kann halt jetzt jede Menge bauen, verbessern. Und das wäre auch was für das nächste Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auch wenn ich jetzt hier nicht so viel Neues gemacht habe, aber ihr seht, die Stadt wächst weiter an. Unsere Autobahn ist länger geworden, wartet immer noch darauf, den nächsten Autobahnanschluss zu bekommen hier hinten. Aber, ja, unsere Stadt wächst, 5000 Einwohner. Das geht auch langsam wirklich in Richtung Stadt hier in Deutschland. Anforderungen in Asien nicht, ne, ist immer noch Dorf. Aber, ja. Wir nennen es einfach jetzt schon Stadt. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Jamel.